wahr. Doch mangelt es an Verteidigung, sollte der König die Stadt angreifen, wird er uns überrennen. Dann lasst uns das Observatorium finden. Wenn es tut, was die Templer behaupten, werden wir unbesiegbar. Nicht das Gewäsch schon wieder. Camry, das sind doch nur Geschichten. Wir brauchen echte Verteidigung. Klaune Galeone, alle Kanonen auf eine Seite. Ein hübsches Schmuckstück für einen unserer Häfen. Es wird nicht einfach sein, eine spanische Galeone zu kapern. Hast du einen Sinn? Oh ja, Sir. Ich zeige sie euch. Ist ein Seelenverkäufer. Fett und lahm. Fett und lahm. So wie jeder dritte Army. So, El Arca del Mastro. Maestro. Na gut. Deine Jacto segelt sich gut. Hast sie den Spaniern stibitzt, nicht wahr? Ei. Inmitten eines Hurrikans. Genau bevor die Silberflotte gegen die Küste gedrückt wurde. War die Fracht wirklich so wertvoll, wie alle sagen? Tausendmal mehr. Ich schätze, realen Wert von Millionen von Pfund ging an diesem Tag unter. Der Teufel liebt den Hurrikan. Vielleicht sollten wir dort einmal tauchen und schauen, was wir bergen können. In den Wracks zu tauchen wäre eine nette Abwechslung für uns. Und das ohne Händlern und dergleichen Gewalt antun zu müssen. Na, welch sanftmütige Töne für einen Pirat. Und komischerweise finde ich das gut. Kreuzen wir die Säbel mit dem Militär und anderen, die sich uns in den Weg stellen. Sperrgebiet. Militär. Jawohl. Fernrohr. Ganz vorsichtig. Man weiß nie, was man darin finden wird. Wie durch ein Glas Milch zu blicken. Macht euch nicht ins Hemd, Ladies. Ich mach das. So. Und da ist die Brick, die ja zerstört. 17er Brick. Hier ist. Sehe ich nicht. Ja, die brennt ja. Segelreffen raus aus der Bö! Was ist mit der los? Zieht! Zieht! Wir werden sie alles setzen und Schaft zum Wind ausrichten! Was ist denn da los? Hauptsegelreffen! Ja, da liegt keine. Hauptsegel rein! Da leben keine mehr. Öffnet die Hauptsegel! So, da hinten. Alle Segel klar zum Setzen! Da ist sie. Die Galeone verfolgen. Ja, super. Eieiei. Ist hier wieder ein Gewelle, ey. Das ist ja nie noch normal. Ist ein Monster. Seht, wie groß sie ist. Ei! Und Aug in Aug halten wir nicht lange durch. Hörst du mich, Kenway? Bleib auf Distanz. Wir schlagen zu, wenn die Zeit günstig ist. Im Schutze der Dunkelheit, vermutlich. Ei, dazu könnte es kommen. Setzt jeden Zoll Segel! Groß- und Bramsegel! So. Na, die Spanier. Und die Kreuzkopf. Macht euch bereit! Ich möchte ich die gerne angreifen, aber. Naja. Wir schauen mal. Ich mach mal einen auf leise. Gebt den Wind! Verdammt, 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 verdammt! Vorsegel reffen! Top! Bram! Nachsegel! Komm schon! Segel an die Schoten! Alter,
ficken, diese Wellen, ey. Ich bin jetzt schon sehr krank. Scheiße. Feindliches Kriegsschiff! Rick! Spanische Flagge! Die sind allein, Sir! Ist mir egal. Habe ich jetzt keinen Bock auf die. Verfickte Scheiße! Setzt auf Rahm und Mauersegel! Bin ich in der Scheiße drin. Gaffelsegel lockern! Einholen! Bringt jeden fetzen Stoff in den Wind! Ich weiß, unser Mädchen kann segeln. Jetzt zeigt es! So, wie lange muss ich diese Kacke noch verfolgen? Greff die Top- und Bramsegel! Mit Schmackes, Jungs! Ist keine Schikane! Top! Bram! Marssegel! Hoch, Leute! An die Bramsegel! So. Das ist ein skrupelloser Hund. Ein alter Freund von dir? Ich würde ihn nicht Freund nennen. Aber wir machen das jetzt schon so lange, dass ich echten Respekt vor ihm habe. Die überlebt nie lange. Ja, Mörsergebiet, weiß ich, was es ist. Schieß mit Mörser! Alle Segel, Bewegung! Scheiß, die wandern. Jetzt muss ich die angreifen, oder was? Scheiße. Scheiße! Warte mal, ist in der Reichweite? Er hat uns voll erwischt! Also nicht. Charles Wayne auf der Flucht mit eingezogenem Schwanz. Das ist gut für uns. Dreckige Bastarde! Wir müssen uns schnell um die kümmern! Vergesst die Gallione und schickt ihre Störenfriede auf Grund! Und auf den Feuer! Du wolltest gern schwimmen, hä? Komm schon, komm schon, komm schon, komm schon, komm schon, ja. Yeah. Mist. Feuer! So. Auf geil, nehmt Druck vom Bauch! Jetzt haben wir nur noch die hinten. Feuer! Entschuldigung, musste schnell wüsten. Feuer! Sind bereit, Sir! Ein Block mehr! Das war's für ihn! So, ja, Kieler hatten ja Lahmnerven, ey. Segeln zu dieser Insel. Ich kenne sie.
Eine natürliche Festung gehört einem Franzmann namens Ducasse. Julien Ducasse, der Templer? Der Name stimmt, wusste nicht, dass er einen Titel hat. Ich kenne den Mann. Und wenn er mein Schiff sieht, kennt er es womöglich noch aus Havanna und fragt sich vielleicht, wer sie jetzt segelt. Das ist zu riskant. Und ich will die Galeone nicht verlieren. Lass uns nachdenken. Und vielleicht warten, bis es dunkler ist, bevor wir an Bord gehen. Nun gut. Captain steuert selbst. Warte, hier sind ein paar Leute. Ich kenne vielleicht. Ah, ne, ich habe volle Crew, ich kann die nicht aufnehmen. In die Wanden, Hauptsegel setzen! Scheiße. Ich kann die nie aufnehmen, das ist das Problem. Alles setzen und schafft zum Wind ausrichten! Schulterhorn an die Schoten! Zeigen wir das mal an hier. Was ist denn das hier Schönes? Marinekonvoi. Jo, der liegt doch eigentlich gerade schön auf dem Weg. Bereit zu feiern, Sir. Ja. Nehm schnell auseinander. Oh. Fuck. Nee, doch nicht. Lass ich lieber. Hat's eine Truhe. Soll ich? Gib den Wind nach! Allen Anker! Da hat's eine Truhe, da hat's eine Truhe. Die hole ich mir. So, du kleine Wasserratte. Wie schießen die denn? Alter! Okay. Fuck, die greifen unser Schiff an. Das glaube ich mal schnell, ne? Komm jetzt. Das ist eben eine Fregatte. 3000 Reales. Das ist eigentlich schon mal gut. Auf was schießt die? Das ist eine spanische Fregatte, die auf die Engländer schießt. Die sind ja selber blöd, wenn sie hier. Segelmänner!